Dank eurer Arbeit ist es dem Bonifatius-Verein möglich, der Diaspora zu helfen. Durch die von Ihnen gesammelten Beiträge und durch die Kollekten, die in unseren Kirchen gehalten werden für die Diaspora, wie auch durch einmalige Spenden, kam im Jahre 1964 rund 25 Millionen D-Mark auf, mit denen wir in der Diaspora Kirchen bauen und die seelsorglichen Belange unterstützen. Alle diese Gelder fließen in der Zentrale des Bonifatius-Vereins in Paderborn zusammen. Hinzu kommen der freiwillige Anteil vom Gehalt aller Geistlichen, die bischöfliche Sonderhilfe für den Diaspora-Kirchenbau, zweckgebundene Gaben und Sachspenden. Was geschieht mit all diesen Geldern? An erster Stelle steht der Kirchenbau. Der Generalvorstand entscheidet über die Baugesuche. Im Jahr 1964 wurden beim Bonifatius-Verein 171 Baugesuche eingereicht. Das Baugesuch, das uns von Eschwege Heuberg aus dem Bistum Fulda zugegangen ist. Ich habe eine ganze Menge von Plänen hier liegen. Obwohl grundsätzlich die Gemeinde und die Diözese 2/3 der Baukosten selbst aufzubringen haben und der Bonifatius-Verein nur 1/3 übernimmt, bedeutet dies eine Projektierung von etwa 55 Millionen Mark. Die Gesuche werden daher auf ihre Vordringlichkeit geprüft. Wolfsburg ist ein gutes Beispiel für die erfolgreiche Bautätigkeit des Bonifatius-Vereins in der Diaspora seit Kriegsende. Diese Stadt war ohne Gott, ohne Kirchen geplant. 1945 war hier für den Kirchenbau die Stunde Null. Heute gibt es in Wolfsburg allein 4 katholische Kirchen. Seit der Währungsreform wurden mit Hilfe des Bonifatius-Vereins insgesamt 2000 neue Kirchen in der Diaspora gebaut. Wenn eben möglich, wird heute mit der Kirche sofort ein ganzes Pfarrzentrum errichtet, mit Gemeinderaum, Garage, Wohnungen für den Pfarrer und die Seelsorgehelferin. Gerade in der Diaspora ist es notwendig, dass die Gemeinde die Möglichkeit hat, sich auch außerhalb der Kirche zu versammeln, sich zu begegnen. Die Garagen sind keine Luxuseinrichtungen. Ohne Auto geht es in den riesig großen Diaspora-Gemeinden nicht. Dieser VW-Bus wurde der Gemeinde Adendorf bei Lüneburg von der Diaspora MIFA zur Verfügung gestellt, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Diaspora zu motorisieren. In Warburg ist Autoweihe. Pater Schulte, der als fliegender Pater jahrzehntelang für die Motorisierung der Mission gesorgt hat, weiht Personenwagen und Kleinbusse und übergibt sie den Diaspora-Pfarrern. Dafür scheut sich Erika aus Medelbühl nicht, jedes Mal 20 Kilometer mit dem Bus zu fahren, um zum Religionsunterricht nach Niebüll zu kommen. Sie ist das fleißigste Kind. Diese Kleine ist um 12 Uhr aus Husby abgefahren. Um 6 Uhr abends kann sie erst wieder zurück. Es gibt auch Gott sei Dank Eltern in der Diaspora, die ihre Kinder zum Glauben anhalten. Auf dem Weg zur Arbeit nimmt der Vater sein Töchterchen mit, jedes Mal, wenn es Religionsunterricht hat. Schuhsohlen werden durchgelaufen, viele auf den weiten Wegen. Manche haben 5 Kilometer zur Schule und 3 weitere bis zum Religionsunterricht. Diese kleinen Füße haben einen Weg von 9 Kilometer hinter sich. So, das hätten Sie wieder mal geschafft. Der Religionsunterricht ist zu Ende. Nanu, bekommen die Kinder Geld dafür, dass sie zum Religionsunterricht kommen? Nein, so ist es nicht. Sie erhalten nur das Fahrgeld für Bus und Bahn. Die Eltern können das ja nicht. 500 D-Mark stellt der Bonifatius-Verein für den Erstkommunionsunterricht hier zur Verfügung. Etwa 25 D-Mark pro Kind.